Es ist ein kurzer, exklusiver Blick auf ein silbernes Auto, das künftig nicht nur durch Fahrleistungen, sondern auch durch seinen Rüstgrad punkten könnte. Inspiziert von einer Frau, die sich vor allem mit braunen Bohnen auskennt. Arabica, Robusta und Excelsa. Kaffee ist das Fachgebiet von Paula Mendes. Nur, was hat das mit Autofahren zu tun? Dieses SUV soll ein Wachmacher sein, auch wenn es kein Koffein enthält, denn dieser Opel hört auf den Namen Mokka. Und wenn man Frau Mendes glaubt, sind damit eigentlich schon alle Charaktereigenschaften erklärt. Der Mokka ist intensiv im Geschmack, kraftvoll, facettenreich und der Mokka ist ein bodenständiger Typ für alle Menschen. Kann dieser Mokka die Versprechen alle halten oder ist er kalter Kaffee? Der Motocross-Park im schleswig-holsteinischen Tensfeld ist unsere Teststrecke. Der ADAC lässt hier normalerweise Motorräder gegeneinander antreten. Genau der richtige Parcours für Deutschlands kleinstes SUV. Weil sich klein, aber nicht so gut anhört, heißt das im Marketingdeutsch Subkompaktklasse. Die Idee ist sicherlich nicht neu, aber Opel ist der erste Hersteller, der sie konsequent umsetzt. Liebling, ich habe die Spritfresser geschrumpft. Und, was soll ich sagen, jetzt verbrauchen sie nicht mehr so viel. Dieser Slogan könnte für den Opel Mokka gemacht sein, denn er hat einen sparsamen Diesel unter der Haube, er ist leicht und kompakt und er bietet trotzdem alle Vorteile eines SUV, das heißt die hohe Sitzposition, das Gefühl von Sicherheit um einen rum. Und man kommt mit ihm sehr gut durch Regen, Matsch und Schnee, denn den Mokka, den gibt's auch mit Allrad. Nicht schlecht für so ein kompaktes Auto. Jetzt muss der Mini-Geländewagen nur noch beweisen, dass er auch Offroad-Qualitäten hat. Selbst herausfahren dürfen wir das allerdings nicht. Wir sind nämlich nur Beifahrer. Das hier ist noch ein Vorserien-Mokka, also ein Prototyp. Und da will Opel ein bisschen vorsichtig sein. Also muss unser Aufpasser ran. Ups! Hoffentlich sieht das hier keiner der Techniker. Mit Vorsicht hat das nur wenig zu tun. Der Mokka ist in seinem Element. Als hätte er frischen Kaffee getrunken, tobt der junge Blitz auf seinem neuen Spielplatz herum. Er wirkt sehr handlich, hängt gut am Gas. Der 1,7 Liter Turbodiesel hat 130 PS und bringt den kleinen Allradler fix voran. Er schlägt sich ganz gut auf der Motocross-Strecke. Sehr sportlich für einen SUV. Und diese Sprintergene könnten sogar noch stärker hervortreten, wenn die Frontantriebsvariante kommt. Die ist nämlich nochmal 65 Kilo leichter. Der Wagen ist natürlich nicht für das Gelände gebaut worden, sondern vornehmlich für die Straße. Und das, was man hier als Beifahrer mitbekommt, ist, der Wagen ist sehr spritzig, der Motor passt sehr gut zu diesem Auto. Aber die eigentliche Überraschung für mich ist der Komfort. Denn wir sitzen hier in der Edition-Ausstattung und bei der sind 18 Zöller serienmäßig. Das macht sich beim Fahrkomfort aber überhaupt nicht negativ bemerkbar. Also, wie war das noch gleich? Der Mokka ist intensiv im Geschmack. Seinen Geländecharakter hat er auf jeden Fall unter Beweis gestellt. Kraftvoll. Es wird zum Start drei Motoren geben. Der 1,6 Liter Sauger hat 115 PS, der 1,4er Turbodiesel 140 Pferde unter der Haube und unser Diesel sortiert sich in der Mitte ein. Facettenreich. Wenn das auf ein Auto zutrifft, dann auf diesen Opel. Er schafft zwischen 170 km/h im normalen Benziner und 187 Spitze in unserem Turbodiesel. Gleichzeitig verbraucht er nur zwischen 4,7 Litern in unserer Variante und 6,5 Litern auf 100 Kilometer beim Saugbenziner. Dazu hat er Platz und ist doch kompakt. Damit kommen wir zur letzten Charaktereigenschaft. Ein bodenständiger Typ für alle. Das zeigt sich vor allem beim Preis. Dieses SUV startet bei 18.990 Euro. Abgestandenen kalten Kaffee haben andere. Dieser Mokka ist frisch und heiß. Ab November 2012 wird er den deutschen Asphalt aufwecken.